Also da kommt natürlich dann die funktionelle Medizin, weißt du, weil ich sage immer, schau, die Neurologie, das Neurofeedback erlaubt mir so von oben top down, von oben herunter zu das analysieren und zu behandeln. Und dann die funktionelle Medizin erlaubt mir so bottom up oder von unten nach oben zu Intake zu machen und dann zu optimieren. Und normalerweise sage ich immer, schau, wenn du oben anfängst und unten anfängst und du triffst dich irgendwo in der Mitte, das ist immer am effizientesten. Das heißt, wenn du jetzt viel Entzündung hast, dann musst du natürlich den ganzen Magen-Darm-Trakt anschauen, das Mikrobiom, du musst, hast du zu viel Bakterien, Dysbiosis, hast du Candida oder einen Pilz, schwarze Schimmel, Mycotoxins, das müsstest du mal einen Urin-Test machen oder auch Chemikalien, haben wir Schwermetalle, ist das Immunsystem überaktiv, haben wir ein leaky gut, also die Gut-Permeability ist komprimiert und so weiter und so fort. Da ist natürlich jetzt, das ist der Bereich der funktionellen Medizin, und obwohl die funktionelle Neurologie macht ja auch oft mit, ist ja auch unterwegs mit der funktionellen Medizin ein bisschen, aber da muss man dann schon anders vorgehen. Also da ist dann, obwohl man vielleicht Hinweise sieht im Hirn, Hinweise sieht im neurologischen System, dann muss man dann schon mit anderen Laboren mal Datenpunkte sammeln.